So, Joyce, zauber mal. Thanks. Bitte. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. Yeah. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Yeah. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or... Das wäre schön. Wherever she is. Ja. Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten. War Rachel sauer auf Chloe? War sie sauer? Vielleicht weiß ja Joyce mehr. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Ein wenig. Vielleicht. Ja, warum? Vielleicht. Maybe. Rachel was so much cooler than me. Ach, nö. You das glaube ich nicht. Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Na, siehste. Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me, what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Ja, ja damit. Ich setz mich hin, ich hab Hunger. Cool. Ich will mich nicht, ich will mich woanders hinsetzen. Geht nicht. Das ist der Gästestuhl. Na gut. Komm. Wir haben uns alles angeschaut, glaube ich. Da gab es nichts mehr zu sehen. Milch mit wenig Fett. Hm. Na? Ist ja wie im Diner hier. Danke. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Vielleicht doch. Vielleicht geht sie doch. Erdnussbutter. I'm glad that's creamy and not crunchy. Ich mag's crunchy eigentlich ganz gern. I guess nobody waters the plant here. Ja, sieht fast so aus. So, Teller. Was haben wir denn bring da? Those eggs and bacon to my belly. Yes, essen. Auf geht's. Ein Traum. Es ist so lecker. Besser geht's nicht. So, habe ich jetzt auch vergessen. Ernsthaft, das Bacon übrig gelassen. Seeing you again. Oh. Ah, made me remember so much. Mhm. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Mm-mm. Das stimmt. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. Oh, yeah. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. Oh, yeah. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Ja, und dann ist der Papa gestorben, leider. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother.
Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Alter. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ha, okay, krass. Da ist wieder der Waffenschrank. Da haben wir schon alles. Wir haben uns hier schon alles angeschaut. Ich glaube, hier kann man sich gerade nichts anderes anschauen, außer le Laptop. Aber der ist doch Passwort. Oh shit, it needs a password. Ja. How about step douche? Try again. Okay. I need more clues. More clues. Oh, jetzt können wir uns wieder umschauen. Oh Gott. Okay. Das ist ein verstörendes Foto, muss ich sagen. Maybe I could try Stepdad for the password. Stepdad. Happy Sweet 18. Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen, dein Stiefvater. Wow. Oh, nette. Nette Karte. Aber Chloe hat es wahrscheinlich gar nicht gefallen. Greetings from Arcadia Bay. Ja, schön. Was ist das? Wir haben irgendwas gelernt. Für ein Gespräch. Okay, suchen. Nothing to see here. Nothing. Nothing. Kein Passwort da drin. Schrank. Ach, hier ist doch der Schrank. Nothing ja. In it. Doch, da ist was drin. Sehr verstörendes sogar. Ein Vorhängeschloss. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. Oh Mann. I can even see the combination. That might be a useful password. Wow, das kann man lesen. Moment, ich kann es nicht genau lesen. 7171 ist das. Ah ja, okay. So, okay, wieder. Wir haben, achso, wir lernen gerade die Passwörter, glaube ich. Für den Laptop, okay. Gut. Ein Waffenschrank. Einschalten. Ein Vorhängeschloss. Ansehen. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Okay, da kann man doch nichts machen. Ich schalte es wieder aus. Ich will keine Spuren hinterlassen, natürlich. Maybe this ID number might work. Ja, das kann sein. Okay, da ist er wieder in Military-Uniform. Passwort abgespeichert. Weiter geht's. I could try the license number for the password. Okay, wir finden hier ziemlich viele Möglichkeiten. Mal gucken, wir probieren einfach alles aus gleich. Ein Buch. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Nach Hause zurückkehren, ein Leitfaden für Veteranen von Lieutenant James Edward. Okay. Er hat wahrscheinlich nicht so schöne Dinge erlebt im Krieg. Und die muss er wahrscheinlich noch verarbeiten. Eine Kassette. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Videonachricht von Mama und Papa. 7. also Juli 2007. Ja, nehmen wir alles auf. Platte. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Onk. Hupt. Frisch verheiratet. Okay. So, hier ist die Tür. Hier wollen wir nicht durch. Da geht's ja zurück in den Flur. Was ist in der Tasche? That's cute. Could be a password here. To a real life hero. 607 Survey Company. Auf einen wahren Helden. 607. Aufklärungseinheit. Von wem hat er denn die Nachricht bekommen? Wahrscheinlich irgendjemand beim Militär. So, hier haben wir noch ein Messer. Even David Madsen might be an angel to somebody else.
To my field angel, keep your wings up. An meinen Engel im Kampf, halt die Flügel steif. Ja, alles klar. Auch hier haben wir ein Passwort rausgefunden. Keine Ahnung was. Ein Auto, schauen wir uns an. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Oh, er hat es fertiggestellt. Die Reifen sind jetzt dran. Beim letzten Mal waren, glaube ich, die Reifen nicht dran. Sonnenblende. Mhm. Joyce might as well have wrote, let's get married. Okay, was steht hier? Es war eine Ehre, Sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit Ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls Sie es vergessen haben sollten. Okay, er war bei ihr essen. Und so haben sie sich kennengelernt, wie es aussieht. That might be a useful password. Was denn? Toast, Coffee und Eggs? Two Whales Diner, Rechnung 27.11.8. Eier und Würstchen 4,50, Toast 1,25, Kaffee 1,50. Besuchen Sie uns bald wieder. Ihre Bedienung? Joyce. Ja, nehmen wir auch als Passwort. Vielleicht ist es ja das Richtige. Eine Trophäe. David has been dragging his head around since 2001. David Madsen, Rotwildjäger Dallas, Einschusspreis 2001. Mit einem Schuss hat er ihn erledigt. Sei stolz auf dich. Auch hier würde ich sagen, eine Wand der Schande. Sowas auszustellen, finde ich nichts Gutes dran. Ich weiß auch nicht. Kann man mich nicht begeistern. Okay, ich glaube, wir haben so einiges gefunden. Ich probiere einfach mal. Ich denke, eins davon müsste es ja sein. Hoffe ich mal. So, Armee, Privat, Familie, aufhören. Wir fangen mal mit Familie an. So, Stiefvater kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. 27.11.8 oder Juli 2007. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches was war. Ich fange mal hiermit an. Score! Max the Hacker strikes again. Was? Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Das war echt das richtige Passwort? Ich weiß nicht mal, wofür dieses Datum stand, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, Number One Hacker. First try. Okay, was ist das hier eigentlich? Rachel has been cutting class all week. Ist das Rachel? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Frank und Rachel. Frank, der Drogendealer? Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei. Fall Nummer 678. Bericht an Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber 18 wurde um 14:35 an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Krass, die haben sich getroffen. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate, also Marsh, geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Ja und? Ist das schlimm? Hörte Kate und Dana über Besorgung für die Vortex-Party reden. Drogen? Na klar. Jede Party, man besorgt ja keinen Alkohol, keine Naschereien, nix. Das sind immer direkt Drogen. Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Das ist wirklich eine Straftat. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Oh Gott, okay. Der Typ ist wirklich paranoid. Ja, na klar. Sag Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Trau niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Was?
traue niemals Erwachsene mit Spitzbart. Ich habe selber mal ein Spitzbart irgendwann getragen. Also, na gut. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Das ist die Erklärung für alles. Drogen, natürlich. Sie geht nicht mehr zum Unterricht. Sie ist eine Woche krank geschrieben. Drogen? Okay, versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Drogen? Nein. Schuldig. Schuldig. Also der Typ ist wirklich crazy. David Madsen. Du kranker Penner. So. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Was? Wieso hat er Sachen über uns? Profil von Max Caulfield, Pseudonym im Internet, Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Maxine Caulfield, Schülerin, ja. Max Stundenplan, Oktoberwoche 2. Wie kommt der an den Stundenplan? Der Penner war bei uns im Raum, ich glaub's ja wohl nicht. Das ist ja abartig, Mann. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. Das gibt's doch nicht. And mad. Alter. Der Typ geht mir echt auf die Eier. Eierstöcke. Er ist ja der Knaller. Wieso? Aber ich erinnere nochmal. First try. Kennwort. Direkt erkannt. Das war ein scheiß Glück. Okay, also wieder zurück, oder was? Ja, ab. Ich hab noch nicht zu Ende gefrühstückt, ehrlich gesagt. Taylor schreibt. Was ist... Hey Max, wollte nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Wir alle haben gesehen, wie sehr du dich für Kate eingesetzt hast, als es sonst niemand tat. Und deine Suspendierung ist mega unfair. Danke Taylor, ich weiß, du hast ein gutes Herz. Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gerne aufstylen, wenn du willst. Wenn ich gehen sollte, wäre eine Überarbeitung à la Taylor klasse. Bis bald. XO Max O. Oh Mann. Ja. Ja, schön aufgebrezelt. Mal gucken, wie das aussieht. Wieso nicht? Haben wir sonst irgendwas bekommen hier? Irgendwas? Nö, nix. Jo. Ich esse jetzt weiter. Wo ist mein... Du hast an meinen Platz gesetzt, Chloe. Was soll das denn? So. Ah, da kommt ja der Penner. Meine Fresse. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. Was? This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Frechheit. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Ich glaube nicht. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. Must be nice to be suspended and have some free time off Blackwell. Mann, was willst Leave du? Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Uh-oh. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Für David Partei ergreifen, für Chloe Partei ergreifen. Also ja wohl klar, was ich hier mache. Ich werde auf jeden Fall für Chloe Partei ergreifen. Ich mag David nicht. Er hat manchmal seine guten Momente, die sind aber zu selten. Er ist einfach ein paranoider Spinner, ganz ehrlich. Also, der legt da Akten an für mich, für Kate, für Rachel. Ich hab keine Ahnung, aber er hat keine Akte für Nathan, komischerweise. Oder Victoria. Oder für sich selbst am besten. Also, ich werde erstmal für David Partei ergreifen, weil ich das nicht nehmen möchte am Ende. Deswegen, ich schau mal, was passiert. Also, auf geht's. Listen, we don't know that David did anything and nobody has any proof against him.
As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Ich muss kacken. Kommst du mit, Max? Alter. Okay. Das war schon nicht schlecht. Oh, war das gut. Also es war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Endergebnis war gar nicht so übel, aber ich will trotzdem nicht Partei für ihn ergreifen, sondern für meine zukünftige Freundin. Nice breakfast. Ja, ja, nice breakfast. Hier, du Sack. Ja, ja, überspringen wir erstmal alles hier. Ja, 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 hatten alles schon. Alles schon gehört. Für Chloe Partei ergreifen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. Yeah. You could have totally helped her. Das stimmt. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. Yeah. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Das war das Falsche. Screw you. David! You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Alter. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Alter, that escalated quickly und so, ne? Wir haben ja nicht die Unwahrheit gesagt. Also er muss, ich glaube, er muss erstmal sich klar werden, was er da überhaupt treibt. Es musste mal sein. Es musste mal wirklich gesagt werden. Ich glaube, ich lasse dabei. Ist nicht so schlecht. Gut, ich habe die Familie wahrscheinlich jetzt noch mehr zerstört, als sie vorher schon war, aber Joyce war eigentlich glücklich vorher. Das ist das Einzige, was mich jetzt gerade stört. Hallo? I don't want to see or hear you again, Max. Okay. Hurt me and my family enough. Ja, das, da hast du absolut recht. Ich muss mal kacken. Gott. Das war der beste Spruch. Oh Gott. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Okay, ja, das stimmt. Das stimmt, absolut, ja. Er hat auch selber Schuld. Komm damit klar, Security-Chef. Okay. Gut, dass wir das hier gelöscht haben. So, okay. Was jetzt, Chloe? Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Alles klar, muss er immer noch kacken? Müssen wir jetzt hier... Ja, Chloes Haus verlassen. Nee, ich spul nicht zurück. Das ist okay so. So können wir es lassen. Geil. So gut. Richtig gut. Listen. When I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank. Being
more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Oha. Jetzt wird's aber krass. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Mhm. Na, ist die Tür offen? Wahrscheinlich nicht. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... What? Chloe, I got this. I'll be right back. Ich wollte gerade sagen. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Sein Hund ist also da drin, ja. Gotta find a quick and easy way to snag Frank's keys. Wir brauchen Franks Schlüssel. Mhm. Chloe, was suchst du da im Müll rum? I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Klar, weil man ja auch T-bone Steaks einfach mal so im Müll findet. More nasty shit. Geil. Okay, hier ist die Polizei anwesend. Dann sind die wahrscheinlich hier auch am Essen. Ein toter Vogel. What is going on here? Ja, what is going on? Was ist das? Wieso ist das hier so? Das ist unser Wagen, okay. Hier ist noch ein Vogel. Den können wir uns nicht anschauen. Irgendwann... Ich dachte gerade, das ist ein großes Tier, was hier rumliegt. Das ist einfach nur ein Müllsack. Okay. Das wäre es ja noch. Und noch ein Vogel. Oh je. Yeah. This is so creepy. Ja, absolut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was? Papa, Papa schreibt, hey. Maxine, Papa hier. Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast. Genau wie ich. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max Soxo. Süß. Der Papa ist super. Ich mag den. Den mag ich echt gern. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Diner. Was ist eigentlich hier mit den Vögeln? Warum fällt hier einfach so vom Himmel? Was ist denn das? Diese Vogelformation da hinten, wenn das überhaupt Vögel sind. Okay, hier ist wieder so ein Stand. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Ach hier, der Fischer, mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Können wir das nochmal? Ja. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Hoffentlich nicht. I hope not. Could be worse. We could get one of those California quakes. True. Well, I'm feeling a little dizzy now. Hope you catch the big one today. I better. Too late to switch careers now. See you around, kid. Ja, der Arme. Oh Mann. Scheiße. Ich hoffe, alles geht gut. Ich hoffe es wirklich. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.